Hallo, grüß euch, meine lieben Freunde. Ja, wieder ein kurzes Update zu unseren Aktivitäten. Und zwar, ja, jetzt, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, es kommt jetzt momentan alles zusammen. Das heißt also, oben der Gartenanbau, dann zugleich unsere Vereinslocation, bei mir auch mit der Firma zugleich. Also, ja, es kommt sozusagen alles zusammen. Und natürlich auch jetzt im Zuge dessen, wenn alles zusammenkommt, kann man auch vieles miteinander verbinden. Und und jetzt bin ich gerade auf dem Weg in unsere Vereinslocation, weil ja, da ist uns jetzt einiges durchgegangen, oder wie soll man immer sagen, wir haben die da ganz interessante Vereinbarungen ausgehandelt für unsere Vereinslokalität. Das heißt also, wir können da jetzt diverse Umbaumaßnahmen machen, beziehungsweise haben heute da Kompromisse gefunden mit dem Vermieter. Und ja, und da bin ich jetzt gerade am Weg, sozusagen loszustarten. Das heißt also, unsere Vereinslocation ja, wird jetzt ziemlich umgestaltet werden, weil wir gesagt haben, wir wollen es doch schön haben. Wir hoffen, dass wir. Also man weiß jetzt eh nicht, wie lange das die Welt noch steht, aber da gibt es diesen berühmten Spruch, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Und genau das ist mein Spruch, dass ich sage, okay, mir ist das egal, ich möchte, dass wir es schön haben dort, ich will, dass sich die Menschen dort wohlfühlen, dass das ein Begegnungszentrum ist für Wohlfühl, für, ja, einfach, dass ich bei der Tür reingehe und sage, boah, das spürt sich gut an, da fühle ich mich wohl. Und natürlich, jetzt ist es auch schon toll, aber da geht es jetzt rein um die Raumaufteilung und so, aber es ist, wie gesagt, alles sehr alt da drin, alter Teppich, alte Decken, also eigentlich rundherum ist alles sehr alt. Und jetzt kann man sagen, okay, mir ist das egal, ich lasse das so, aber nein, wir haben gesagt, ja, und nur dazu, wenn wir eigentlich etwas wirklich tolle Verhandlungen gehabt haben. Jetzt, natürlich liegt es jetzt an uns, dass wir da jetzt selber viel anpacken, speziell eben jetzt bei uns GVA-Vorstand, wie auch immer dann, oder sehr gute Freunde, die uns da ein bisschen mithelfen. Natürlich, es gibt halt Menschen, die, es ist auch selbstverständlich, jeder kann nicht mithelfen. Aber die paar Leute, also es gibt so ein gewisses Kernteam, die was da jetzt ein bisschen anpacken. Und ja, und ich bin jetzt sozusagen mal der Erste, der da jetzt hinfährt. Der Michi, glaube ich, kommt heute auch noch hin. Wir werden heute anfangen, den alten Boden rauszureißen, alles schon vorzubereiten, weil nächste Woche geht es dann los, da kommt dann die Decke runter. Übernächste Woche, dann kommen dann schon die neuen Böden rein. Und wie gesagt, ich werde das dann, die ganzen Bauvorschritte werde ich alles ein bisschen dokumentieren, dass wir auch ein bisschen was ja, haben für die historischen Aufzeichnungen für die Entstehung von einem neuen, ja, wie auch immer, was dann da, das Neue, was dann da daraus entsteht. Und ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich werde jetzt dann eh doch mit der Kamera ein bisschen dabei bleiben, wie es mir dann geht. Ich muss schon mal ein paar Räume ausrahmen, umrahmen, bevor man mal überhaupt den Teppich ausreißen kann. Und nächste Woche fange ich dann selber auch mit der Decken. Also ich mache einen Teilbereich der Decke. Da kommt so ein Randfries hin, wo dann sozusagen die Mineralfaserdecke angeschlossen wird. Am Rand wird dann auch eine Vorhangschiene dann verbaut, weil das kommt dann unter der Decken dann raus, sozusagen der Vorhang. Also kommt dann auch LEDs kommen rein. Also wir haben sie auch von der gestalterischen Seite haben wir sich schon einiges überlegt. Ja, ich meine, Claudia mit Lichtakzent ist eh kein Thema nicht. Die hat auch gesagt, das wäre ja unmöglich für sie, wenn sie Leuchten verkauft, wenn man dann da reinmarschiert und das schaut dann arg aus und die Beleuchtung ist 30 Jahre alt. Also das wäre dann ziemlich ein Widerspruch. Und ja, also wir, und auch bei mir jetzt auch im Trockenbau, also ich mache auch immer sehr schöne Sachen, auch für Architekten und so weiter. Und das heißt also, da sollte man dann doch halbwegs ein bisschen was haben, auch weil wir ja auch unsere Berufe dadurch ja auch irgendwo zum Ausdruck bringen. Ja, ja, also, bis dann!
So habe ich schon das erste Problem gehabt, und zwar, also eigentlich habe ich noch nie einen Teppichboden rausgerissen, obwohl ich schon, sage ich, 30 Jahre am Bau zu tun gehabt habe, aber das ist jetzt auch ein Neuland für mich, muss ich sagen, eine neue Erfahrung. Klar, ich habe schon mal den einen oder anderen Teppich rausgerissen, war überhaupt kein Problem, aber ich meine jetzt ganz speziell so einen Teppich oder so einen Boden, weil der ist, wie man da sieht, extrem verklebt am Boden, also der ist so fest, dass eigentlich dass du den fast nicht runterbringst. Der ist wie eine betoniert. Ja. Jetzt habe ich eigentlich schon angefangen, so in Streifen zu schneiden, dann kann man doch halbwegs ein bisschen ziehen. Jetzt habe ich gerade Claudia angerufen, die hat natürlich im schlauen Internet auf YouTube schon wieder nachgeschaut und die hat gesagt, dass das auch eine Möglichkeit war, den Boden für 5 Minuten einzuweichen mit einem heißen Wasser, und jetzt schauen wir, ob es da vielleicht leichter geht, weil sonst wird man zum Schwammerl. Und ich sage mal, wenn man da 120 Quadratmeter ausreißen muss, ich habe da für das kleine Stück jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde braucht, dann schaut schlecht aus. Extrem hartnäckig, also da kannst du ziehen und reißen, der ist wie Ding. Und da werden wir jetzt schauen, da habe ich schon mal ein heißes Wasser, werden wir jetzt an der Stelle testen, das lassen wir da jetzt einmal drauf, ob das tatsächlich dann was hilft, ob es leichter runtergeht. So, jetzt warten wir mal 5 Minuten. So, jetzt habe ich mir Messer besorgt, beziehungsweise Klingen. Mit diesen Klingen kann man dann den Boden schon halbwegs gut aufschneiden. Das war aber jetzt nur ganz wichtig, und nebenbei habe ich nur jetzt ein Radio gefunden. Und da ist so eine 70er-Jahr Musik drin. Ich weiß nicht, das hat dann, glaube ich, einer, der was schon mal da angefangen hat zum Werken, hat, glaube ich, sein Radio vergessen, und der hat da ein paar CDs liegen. Und das gebe ich mir jetzt, die 70er-Jahre Lieder, und da, ich glaube, dann ist das ganze Arbeiten ein bisschen nicht so frustrierend, wenn man da den Teppich ausreißen muss. Jetzt muss man mal schauen, ob man da lauter dreht, und dann gehen wir ein Gas da herin. Ah! Ich schneide den Boden jetzt so immer so in Streifen, so alle ca. 10 cm, und schneide ein mit dem scharfen Stanley-Messer, und dann reiße ich gescheit an, und dann geht er halbwegs gut runter. Da ist schon ein kleiner Haufen jetzt. Da kommt jetzt schon ein bisschen was zusammen. Von dem Stickel, was ich bis jetzt rausgerissen habe. Die Hälfte ungefähr. Jetzt haben wir schon im Vorraum auch rausgerissen. Jetzt haben wir nämlich einen Klick gehabt, weil der Michi mit zwei Freunden gerade zufällig vorbeikommen ist. Die wollten eigentlich nur essen gehen, und er wollte es den Freunden zeigen. Und die haben das jetzt gesehen, dass ich mir da jetzt relativ abgeblockt habe da drüben. Und die haben jetzt gesagt, passt, packen wir geschwind alle miteinander an. Jetzt haben wir dann zu viert geschwind auf die Karre. Ich glaube, das war jetzt binnen einer halben Stunde sowas, haben wir das Ganze da rausgerissen. Ich habe schon alles ins Altstoff-Sammelzentrum geführt, und ja, und die sind jetzt essen gegangen. Und jetzt kann ich dann schon weitergehen in den nächsten Raum. Das ist der große Raum jetzt. Da ist jetzt extrem viel. Da ist extrem viel zum Ausreißen. Wie gesagt, da muss man immer so 10 cm Straffen herschneiden, damit man es überhaupt ausreißen kann. Das ist nicht ohne. Ich habe mal die ganzen Sachen da mal aufgekrampft, damit man da einmal jetzt den Bereich ausreißt und dann die Sachen da her tut. Das ist ein bisschen um eine Anschieberei jetzt. Jetzt ist der Endspurt mit dem Teppich endlich geschafft. Ich glaube, jetzt haben wir das so aufgeteilt auf 2-3 Tage, immer ein paar Stickeln gemacht, Raum für Raum. Und gestern hat der Michi das letzte dann noch rausgerissen, da war er dann auch noch allein da, glaube ich, 2 Stunden. Und jetzt tun wir das letzte weg, das letzte Häufchen sozusagen. Und ja, und dann schauen wir da rein.
das ist sozusagen der Raum. Da wird dann einmal in Zukunft die Leinwand hinkommen. Da ist der Haufen. Da haben wir jetzt dabei alles einmal so her da. Claudia. Wir haben da schon raus die ganze Zeit. Und da haben wir Berge gehabt. Und alles eine, die schöne Auto. Das eine Stupfen. Jo, hallo, grüß euch. Jo, heute ist der erste Tag, wo es sozusagen so richtig losgeht in der Vereinslocation, der Umbau. Da wird jetzt die Decken, die alte heruntergerissen. Böden haben wir ja schon rausgerissen. Das waren sozusagen diese Vorarbeiten, die ersten haben wir schon gemacht und ja, und jetzt geht es eben weiter. Die Decke, da ist dann schon jemand gekommen, ein Monteur von seitens des Vermieters und recht ein netter Kerl, also mal der erste Eindruck. Und ja, und ich glaube, dass wir da recht gut miteinander kooperieren können, weil ich werde ja auf der Baustelle sozusagen die Trockenbauarbeiten machen, also teilweise Trockenbau. Weil, wie gesagt, Mineralfaserdecke gehört eigentlich auch im Bereich Trockenbau dazu, aber das übernimmt, wie gesagt, die seitens der Vermieter. Und ja, und jetzt muss ich, jetzt habe ich zwar weg müssen am Vormittag, also jetzt ist Montag in der Früh, also ich war schon um 7 Uhr dort. Und jetzt habe ich geschwind eine Stunde lang haben wir das alles besprochen, beziehungsweise er hat schon angefangen, die Decke zu demontieren. Und ich muss aber jetzt weg. Am Vormittag habe ich selbst noch einmal 4 Termine, wo man eigene Baustellen anschauen muss. Und werde dann so gegen Mittag oder am Nachmittag wieder zurück sein in unserer Vereinslocation und werde dann wieder ihm helfen, beziehungsweise auch mit meiner Arbeit beginnen. Und ja, momentan fällt halt alles zusammen. Ich muss schauen, wie meine meine Sachen auch in der Trockenbaufirma, wie ich das dann auch mit koordinieren kann, dass auch genug Zeit ist für die Vereinslocation zum Umbauen. Ja, ist einiges zum tun. Soweit einmal so ein Zwischenbericht. So. Ja, jetzt haben wir schon die Decken runtergerissen. Es war schon jemand da. Wie gesagt, das schaut schon ein bisschen aus. Jetzt wird schon langsam eine größere Baustelle, wenn wir jetzt einmal alles ein bisschen anschauen. Da ist jetzt schon die Decke herunten. Und weil da kommt ja dann die neue Garnische hin, da habe ich schon gespachtelt, da viere, damit wir da eine Ebene haben, damit wir dann die Vorhangstangen oder beziehungsweise die Schiene montiert, dass die halbwegs gerade ist. Da schaut es jetzt ein bisschen wild aus. Ja, auch da schon die Decken herunten. Da habe ich schon angefangen, weil da haben wir auch den Kasten schon entfernt. Da ist natürlich so ein Loch. Da habe ich schon angefangen, eine Konstruktion zu machen. Das wird damit Rigips, die ganze Wand wird damit Rigips verkleidet. Ja, da mache ich dann da oben meine Schürze aber. Beziehungsweise da gehen wir, nein, Blödsinn, da gehen wir ganz zu. So. Ja, da hat auch schon, ist auch schon die Decke fast herunten. Ja. Da haben wir gestern den Kasten noch zerlegt und das wird auch mit Rigips zugemacht. So, jetzt ist es bald 9 Uhr auf die Nacht. Jetzt habe ich nur geschwind was fertig machen müssen. Da oben. Die Ränder, was du siehst, da dran gespachtelt. Die Ränder, weil das ist nämlich nachher dann das, was man dann bei der Garnische sieht. Praktisch, weil das wieder verblendet. Und ja, und da habe ich jetzt das noch machen müssen, weil morgen kommt der Marco, der hilft mir morgen. Und
Ja, darum habe ich das machen müssen, weil wir müssen nämlich dann die Schürzen, die was ich schon zusammengebaut habe, aufbohren. Die schauen so aus. Genau, so schauen die aus, die Schürzen. Praktisch, das wird dann so aufmontiert. Kann man vielleicht noch mal kurz zeigen. So schaut das drum aus da. Da sieht man schon, das ist schon angezeichnet. Die kommt dann sozusagen da rauf. Ja. Da wird das dann angebohrt. Dass man das einfach da mal sieht, da wird das dann so angebohrt. Und da herin, da kommt dann die Vorhangschiene einer. Ja. Und da, wo das braune ist, da schließt dann der Decken mit der Decken dann an. Und da muss das da sauber gespachtelt sein, beziehungsweise auch gerade geebnet, weil wenn man dann da drauf die Garnischen montiert, dass es da keine Buckeln gibt. Ja, und da sieht man jetzt, weil so ist die Rohdicken und da ist schon einmal gespachtelt. Das heißt, da werden wir noch ein zweites Mal drüber gehen, dass man es dann richtig gescheit ausgleicht. Ja. So schaut es aus. Jetzt wird der Michi in der Nacht gearbeitet. Ich glaube, da hat er um 11 Uhr angefangen oder so ähnlich in der Nacht. Und jetzt bin ich heute mal in der Nacht dran. Und ja, es ist jetzt ein bisschen eine Zeit, wo man ein bisschen reinbeißen muss, ein, zwei Wochen, aber das wird schon.